Grüße euch, meine Lieben, zu den Tageskarten vom Wochenenden, vom Wochenende, den 10. und den 11. Februar 2018. Mir sind drei Schutzengelkarten herausgefallen. Und da dachte ich, ja gut, okay. Machen wir das doch einfach so, wie Anfang der Woche, jeder einen Stapel. Und nehmen wir hier den ersten Stapel, den zweiten Stapel, alles mit Einhornbotschaft auch hier. Und zwei Engelkarten, wo ihr euch eine aussuchen könnt. Natürlich werde ich so beide vorlesen. Und die Botschaft aus dem Kalender: Heute ist ein guter Tag für ein Lächeln für 2018. Sammle kleine Dinge, sondern Augenblicke und genieße jeden einzelnen davon. Okay, die Affirmation der Krafttierkarten. Ich öffne mich dafür, zwischen die anfassbaren Dinge dieser Welt zu sehen. Ich vertraue meiner Intuition, meiner Eingebung und heiße die geistige Dimension in meinem Leben willkommen. Ich öffne mich in Ruhe und Gelassenheit für neue Erfahrungen, Entscheidungen und Begegnungen, die meinem Lebensweg entscheidende Impulse geben. Ich bejahe meine Lebensaufgabe. Okay, und ich komme zur ersten Legung. Hier haben wir die drei des Denkens. Wow, welch ein wunderschöner Engel wir hier sehen. Du bist von liebevollen Engeln umgeben, die dich heilen und trösten. Die Traurigkeit, die du fühlst, wird im Laufe der Zeit vergehen. Und dann wirst du in der Lage sein, klar zu sehen, wie wichtig diese Situation für dein spirituelles Wachstum gewesen ist. Nimm dir die nötige Zeit, um dir selbst und anderen zu vergeben, damit du die Zukunft mit Freude annehmen kannst. Und wir haben hier von den Einhörnern die Ehrlichkeit. Letzten Endes wird ihre Ehrlichkeit belohnt werden. Diese Karte soll Sie daran erinnern, dass Sie Ihre Integrität bewahren müssen, ganz gleich, welchen Versuchungen und Herausforderungen Sie auch ausgesetzt sein mögen. Affirmation: Ich handle ehrenvoll und mit Integrität. Ich handle ehrenvoll und mit Integrität. Das ist doch schön. Und unser nächster Engel, den hier haben wir klar sehen. Es ist an der Zeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Du hast das segensreiche Talent, jenseits der gegenwärtigen Situation zu blicken und fantastische Möglichkeiten zu visualisieren. Keine Angst, die Unterbrechung des Momentums, während du deinen Plan überdenkst, wird nicht lange dauern. Nimm deine Einzigartigkeit dankbar an und erlaube dir bei deinen Plänen behilflich zu sein.
Und dein Engel? Zielstrebigkeit. Es gibt keine Grenzen. Greife nach den Sternen. Die Einhörner helfen ihnen, nach hohen spirituellen Zielen zu streben. Setzen sie sich also große Ziele und erkennen sie an, dass ihr Potenzial unbegrenzt ist. Denn die Einhörner unterstützen die Verwirklichung ihrer Träume. Affirmation. Die Einhörner unterstützen meine Bestrebungen. Die Einhörner unterstützen meine Bestrebungen. Und unser nächster Schutzengel, wir haben hier 10 des Handelns. Du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, andere um Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. Okay, also sich auch bitte mal verwöhnen zu lassen. Und wir haben hier das Mysterium, vielleicht auch mal auf ein Abenteuer zu gehen. Erforschen Sie das Unbekannte. Dort wartet eine Überraschung auf Sie. Das erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen dran, ja, ins Schwimmbad zu gehen. Hier ist ein Teich, sich einen Teich zu legen und einfach relaxen. Ja gut, also draußen ist es wahrscheinlich dann doch ein bisschen kalt, dann würde ich ein Schwimmbad vorschlagen oder andere ziehen vielleicht auch eine Sauna vor. Okay, Mysterium. Wir leben in einer Welt voller Wunder und Mysterien, denn vieles entzieht sich unserem Verständnis. Die Einhörner fordern sie auf, hinter die Fassade zu schauen. Sie werden freudig überrascht sein, was sie dort finden. Affirmation: Ich bin offen für das Unerwartete. Ich bin offen für das Unerwartete. Gut. Und wir beginnen mit diesem Engel. Der Engel der Veränderung. Leben heißt, vorwärts zu gehen und sich zu entwickeln. Dieser bewusste Schritt zur achtsamen Veränderung führt zu neuen Abenteuern, neuen Wegen. Dein Engel wird dir zur Seite stehen und dich daran erinnern, dass wahre Erkenntnis und tiefer Sinn zu positiven Veränderungen führen können. Habe den Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Okay, und wir haben hier den Engel des Trostes. In schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind. Die Botschaft deines Engels: Du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Ich liebe das Leben. In Fülle zu leben ist mein Geburtsrecht. Ich gebe dem Leben, was ich mir von ihm wünsche. Es ist schön, lebendig zu sein. Ich liebe das Leben. Ja, ich liebe das Leben auch. Ich hoffe, euch geht's genauso. Mit
Ja, mit einer gewissen Ehrlichkeit sollte man durchs Leben gehen, mit gewisser Zielstrebigkeit und das mit Mysterium, hier immer offen zu sein. Alles, was auf jeden Fall immer existent ist, ist immer die Veränderung. Man, ja, zu einem Hoch gehört auch ein Tief und manchmal braucht man einfach auch ein gewisser Trost, ja, eine Umarmung, ein